Gelegentlich bin ich der Meinung, es existiert eine Art Verschwörung der Programmierer von Autokorrekturen gegen die Schar der Endbenutzer. Denn nicht selten passiert es mir persönlich und bestimmt anderen da draußen auch, dass ihr irgendwas auf dem Handy schreiben wollt, schreibt es richtig und die Autokorrektur schreibt es einfach falsch. Ich zum Beispiel benutze regelmäßig die Wörter ich und grad und regelmäßig passiert, dass meine Autokorrektur ich zu och und grad zu graf macht. Warum? Ich komme von der Schause. Hallo, zurück zum Sophie-Stammtisch. Und gerade jetzt ist der Dr. Sebastian Bartoszek wieder in den Raum reingekommen. Und die Gelegenheit möchten wir nutzen, unser Gespräch, das wir ja unvollendet das letzte Mal gelassen haben, jetzt weiterzuführen und ein neues unvollendetes Ende zu bekommen. Ja, hallo, ich musste dringend weg, aber schön, dass ich diese Woche dann doch nochmal hier reinschneiden durfte. Ja, das ist ja tatsächlich, weil wir diese Folge, die nehmen wir jetzt 5 Minuten nach der letzten auf. Aber das könnte jetzt auch gelogen sein, ne? Ich könnte das ja jetzt mir ausgedacht haben, dass wir tatsächlich jetzt eine Woche dazwischen hatten. Ja, also da müssen wir Diego als Meister des virtuellen Raums, der heute wieder nicht da ist. Ich muss eine kleine Entschuldigung für letztes Mal und also heute. er hat ja so ein Buch geschrieben, dass virtuelle Räume durchaus reale Räume sind. Also unser dritter Stammtischler. Der ist in Japan. Also er hält da Vorträge. Er ist ja ein Techniksoziologe und klar, Technik made in Germany ist und bei Japanern, die so technisch affin sind, absolut gefragt. Aber wir haben ja heute. Das ist aber auch ein herbes Klischee, so, ne? Diego sagt ja immer, Soziologen brauchen keine Gehirne. Das Gehirn ist außerhalb des Sozialen und es ist jetzt nicht so, wie manche vermuten werden, dass Diego nach Japan geflüchtet ist, weil ein Psychologe mit Gehirn hier sitzt. Das wollte ich nur nochmal klarstellen, nicht, dass sich irgendwelche Verschwörungstheorien um Diego ranken, der gegen die Psychologie arbeitet. Ne? Er ist ein Freund der Psychologie. Er sagt nur, das Gehirn ist für uns Soziologen irrelevant. Ja. Auch das ist ein schöner. Den Satz werde ich, glaube ich, irgendwo in einer Diskussion völlig aus dem Zusammenhang gerissen reinbringen. Soziologen selbst sagen, Gehirn sei für Soziologen irrelevant. Er steht auch dazu. Also ich habe mit ihm das diskutiert und er hat mich überzeugt. Seitdem Gehirn, mach was du willst, ich brauche dich nicht. Seitdem verzichten wir auf unser Gehirn. Wir lassen das draußen. Und aber vielleicht liegt es daran, dass wir unseren Gästen immer ins Wort fallen, weil ich habe gemerkt, du bist ja im Psychotalk, nochmal erwähnen, für die, die es letztes Mal nicht mitbekommen haben, ein wunderbarer Podcast. Psychotalk, ihr fallt euch nicht so ins Wort wie wir, wir fallen hier jeden ins Wort. Echt? Ich habe das Gefühl, gerade im Sinne von letzter Woche hier gehabt, dass ihr einander viel mehr aussprechen lasst als wir im Psychotalk. Echt? Ja. Also ich glaube, es ist anders. Wir fallen vielleicht, wenn du das so beobachtest, uns weniger ins Wort. Wir tolerieren aber nicht so lange Einzelwortbeiträge wie ihr. Wir sind ja Schachtelsätze gewohnt als Soziologen. Ja, also Diego hat beim letzten Mal gesagt, er würde gern was ausführen, aber da müsste er etwas Zeit in Anspruch nehmen. Und das hieß dann was. Und da war ich auch zwischendurch draußen. Aber ihr habt ja im Psychotalk den großen Gewinn und das große Problem, dass ihr den Hoaxmaster habt und der reist ja, egal wo er hinkommt, also der Macher von Hoaxilla, einer der beiden, Hoaxilla ist auch ein Podcast, den ich empfehlen kann. Ja. Und so wie stammtisch.de, diese Folge, dann findet ihr alle Links von unserem Gast und von unseren Themen aufgelistet. Und der Alexander Waschkau, wenn der irgendwo in einen Raum kommt oder ein Mikro in die Hand nimmt, dann übernimmt er das Geschäft. Und dann sind alle anderen, so habe ich den Eindruck, also egal, ob er als Gast irgendwo
auftaucht, dann ist er der Moderator. Und dann bringt er euch schon so zur Raison, weil wenn klar ist, wer der Moderator ist, dann hat er vor allem das Rederecht und dann wird sich auch nicht so viel ins Wort gefallen. Bei uns ist das, wird das immer noch ausgekämpft. Ich war nämlich zuerst der Moderator, dann haben wir festgestellt, das klappt nicht so gut. Und seitdem macht es der Thomas. Und unbewusst, auf einer unbewussten Ebene, torpediere ich das immer etwas. Ja, vielleicht ist das euer, ja, aber Moderator finde ich ein großes Moderator Wort dort. Wobei ihr habt, echt, ja auch gesagt, der, nie so wahrgenommen. Sebastian Rudloff ist der heimliche. Sven Rudloff ist der heimliche Chef bei euch. Genau, das hätte ich nämlich immer auch so für mich gesehen. Ja. Ja. Ja, aber wie vorletztes Mal sehr richtig von einem von unserem Physiker, ich müsste Hannes, mir den Namen gemerkt Hannes haben, aber Hannes. Kurze. Genau, Hannes. Ausgeführt wurde, angemerkt wurde, dass ja Diego bei uns vielleicht so diese Rolle übernimmt, weil er sich immer lange nicht äußert und sich damit den Nimbus des Wissenden verleiht. Ja, das stimmt. Und wenn er sich äußert, sagt er immer, das ist ein gutes Schlusswort. Aber wir haben ihn hier, weil er ist ein Doktor und damit kann man angeben. Richtig. Genau. Deswegen, ja. Also wir sind auf deinen Titel auch angewiesen. Ja. Wir sind auf, das ist klar. Und ich bin mittlerweile neidisch. Ich habe beschlossen, ich mache auch einen. Ich habe beschlossen, das jetzt, weil ich habe so viele Doktoren hier immer. Sebastian, ist das Ego eine ausreichende Motivation, um einen Doktortitel zu erwerben? Nicht käuflich? Fragst du mir jetzt mich als Person oder als Psychologe? Suchst du ja aus. Also als Psychologe würde ich sagen, in jedem Fall, wenn man eine hinreichend starke narzisstische oder histrionische Komponente hat. Also wenn man entweder zeigen will, wie geil man ist, weil man sich geil findet, oder wenn man zeigen will, wie geil man ist, weil man bezweifelt, dass man geil ist. Und weshalb hast du den gemacht? Zum einen tatsächlich, um mir selbst zu beweisen, dass ich gut bin in meinem Bereich. Zum anderen aber auch so ein bisschen aus Karrieregründen, ganz klar. Ja, klar, so, als Selbstständiger, ne? Ist das schon als Berater? Ja, wobei, als ich anfing mit dem Doktor, war ich ja noch nicht selbstständig. Aber trotzdem leben wir ja in Deutschland im Land der Zertifikate. Je mehr Zertifikate du hast, umso leichter hast du es auf dem Arbeitsmarkt, und gerade akademische Zertifikate, denen wird eine hohe Validität zugeschrieben. Also die haben eine hohe Anerkennung in Augen der Gesellschaft. Insofern macht das in Deutschland immer noch Sinn. Aber viel war tatsächlich auch so dieses mit einer Sache, die mich interessiert, einen Titel machen zu können, wo ich mir dann selber auf die Schulter klopfen kann. Ja, aber ist das nicht jemand, der einfach nur über das Thema schreiben könnte, der müsste das ja nicht als Doktorarbeit machen. Der könnte das auch einfach so machen und dann veröffentlichen und sagen, ach, Doktor brauche ich nicht. Ist ja für den Inhalt nicht evident, ob das jetzt mit einem Doktorgrad honoriert wird oder nicht. Dann ist also aber dieser Titel, also denn dieser persönliche, also dieser Antrieb, den Doktor zu machen, ist doch denn irgendwas, was nicht Teil des Wissens, dieses Wissenschaftsprozess dann ist. Jetzt konnte ich dir das letzte Drittel nicht mehr folgen, inhaltlich. Den Anfang habe ich verstanden, das Ende nicht. Was ich sagen wollte, ist ja, dass diese psychologische Komponente notwendig ist, also bei Menschen, die einen Doktor machen, weil wenn es nur um den wissenschaftlichen Wert der Arbeit ginge, dann bräuchte man das ja nicht irgendwie einer Prüfungskommission zur Kenntnis zu bringen, dann würde man ja einfach sagen, würde ja reichen, ich veröffentliche das einfach irgendwie so, weil wenn der Inhalt überzeugend ist, dann ist er halt überzeugend. Genau, wobei, so gebe ich dir an sich recht, man muss aber auch sehen, dass in Deutschland nach wie vor ja teilweise Stellen gekoppelt sind an eine Promotion. Also, ne, ja. Du hast, was du beschreibst, trifft auf einen wie mich extern Doktoranden zu, der keinerlei Notwendigkeiten
aus einem universitären Kontext hat, in dem er steht. Wenn ich aber jetzt wissenschaftlicher Mitarbeiter bin und eine Stelle kriege, die sich automatisch verknüpft mit einem Promotionsvorhaben, dann muss dieser psychologische Zug mitunter, oder dann muss der nicht notwendigerweise so ausgeprägt sein, weil ich ja zumindest einen gewissen externen Druck habe über die Beschreibung der Stelle, ne? Also ich habe mal gelesen, dass die wahrscheinlich amerikanische Forscher, ich weiß es nicht mehr. Das ist immer das beste Argument, wenn amerikanische Forscher irgendwas herausgefunden haben. Also, dass man, wenn es nur um die Kohle geht, dass es sich dann nicht lohnt, es sei denn, man ist im Wissenschaftsbetrieb oder jetzt wirklich, also dass es sich lohnt nach Menschentyp. Also Extrovertierte hätten nicht so einen sonderlichen Zugewinn davon, aber introvertierte Leute würden durch den Titel eher in die Lage versetzt, auch zu ihrer Meinung zu stehen, auch öffentlich. Und da würde sich der Doktortitel dann auszahlen, weil die dadurch dann auch in Position kommen, wo die sonst wegen ihrer Verschwiegenheit und Zurückgezogenheit nicht auffallen würden. Das fand ich auch ganz interessant. Die Studie würde ich gerne sehen, weil mir fallen sofort 2, 3 konfundierende Variablen ein, wo ich mich frage, wie haben sie die denn erhoben? Ich habe da nicht in die Studie geguckt. Mir fällt das jetzt nur ein, wo wir drüber sprechen, dass das irgendwie mal in meine Augen fiel. Und ich sagte, aha, so ist das. Bist du jetzt introvertiert oder extrovertiert? Was machst du? Wir können ja mal anfangen, oder? So ein bisschen. Mit dem heutigen Thema, Herr Moderator. Ach so, ich dachte mit dem Doktortitel. Ich habe Tagesordnungspunkte, 2 Stück, die unbedingt abgearbeitet werden müssen, zumal wir hier einen Fachmann haben dafür. Oh nein, ich ahne es. Also das mit der Getränkerunde. Sebastian, wir haben hier mal Streit. Brauchen wir eine Getränkerunde? Oder nicht? In einem Stammtisch-Podcast. Man muss trinken bei einem Stammtisch-Podcast. Ja, aber wir haben das Problem, ist das die Frage? Wir trinken hypothetisches Wasser zum Teil, Malzkaffee, wir haben nichts. Also wenn du das trinkst, was du im Psychotalk trinkst, dann wirst du unseren Argumenten bald nicht mehr gewachsen sein. Wir sind das tue ich heute nicht, weil ich tatsächlich übermüdet bin und gerade das Budweiser, auf das ich mich eigentlich gefreut hatte heute Abend, zur Seite gestellt habe, weil ich weiß, wenn ich jetzt einen Budweiser trinke, dann muckel ich hier langsam weg. Deswegen habe ich mir gerade einen Espresso gezogen, habe hier jetzt noch eine Fritz-Cola stehen. aber sonst würde ich sagen, natürlich müsst ihr bei einem Stammtisch Alkohol trinken. Da hörst du es, Thomas, von einem Experten. Ich bin aber auch Schalke-Mitglied. Also vielleicht relativiert das nochmal. Mhm. Also es geht um die Hörerbindung, dass die dann sagen, och, ich fühle mich jetzt auch wieder am Stammtisch. Aber es ist mal gut, da eine Meinung. Wir werden mal die Meinung der Gäste zukünftig einholen und dann Strichlisten führen. Ich möchte dazu nur ein Argument wiederholen. Es ist doch jedem, der hier zuhört, absolut bewusst, dass er nicht an einem Stammtisch sitzt. Und ich möchte den Stammtisch erleben, der erstmal sich gegenseitig sagt, was er denn gerade trinkt, während es ja alle sehen, was da getrunken wird. Nee, das kann ich nicht gelten. Das erste Mal beweist sich da wieder, dass dir eine psychologische Grundausbildung fehlt, denn es gibt ja nicht nur das Bewusstsein, sondern auch das Unterbewusstsein. Und dieses Unterbewusstsein fragt sich sehr wohl, wieso das ein Stammtisch ist. Ja, wenn da keine triggert ganz viele Konnotationen und um jetzt mal in den eher soziologischen Bereich der Psychologie zu gehen, ihr triggert ein phänomenologisches Wortfeld ganz bewusst mit dem Begriff Stammtisch. Und ich war tatsächlich letztens auf einem Junggesellenabschied in Essen in einer Bierkneipe, wo wir uns andauernd gesagt haben, wer welches Bier gerade bestellt hat. Ach, das tut damit ist mein Argument zerschmettert. Herrlich. Also das ist eine wichtige Komponente der Wissenschaft, den Gegner zerschmettern zu können. Durch empirische Gegner. Das ist aber eigentlich Falsifikation. Aber nicht ohne ein Neues dran anzuschließen. Und zwar, dass allein durch das wir behaupten, dass wir ein Stammtisch wären, diese Imaginationen ausgelöst werden, dass wir dann auch Bier trinken, dass sie eher zerstört dadurch werden, dass wir es extra sagen. So, weil dadurch wird der Fokus auf etwas, was sonst, sage ich mal, unter der Hand einfach mitläuft, gelenkt und damit auch, sage ich mal, damit auch möglicherweise in Zweifel gezogen, weil also es dann schicker, zur Debatte gestellt ist. Schicker wäre das, wenn ihr das macht, wie
wir das am Zapfhahn mitunter machen. Auch ein Podcast. Da sitzen wir wirklich in der Kneipe und dann kriegt der Hörer ja mit, wie wir das Pilz bestellen. Oder wenn wir irgendwo draußen sitzen und Dosenbier trinken, dass dann der Rio sagt, oh, guck mal hier, ich habe Paderborn dabei. Oh ja, was ein Scheißbier. So, das ne? Problem ist zum einen, erstmal schwurbelt sich hier der Thomas total raus gegen die wissenschaftlichen Beweise. Und das andere, also das Problem ist, dass, also zumindest, ich denke, das wird bei unseren Kollegen auch so sein, nach dem einen Budweiser schlafe ich ein. Also ich vertrage nichts. Und ich bin auch im Überlegen, das war keine gute Idee, das Stammtisch zu nennen. Aber es ist zu spät. Ich werde jetzt ab und zu eine Kirschpraline hier hinstellen, die irgendwie mit Alkohol gefüllt ist oder so, um dem Klischee irgendwie gerecht zu werden. Aber ist ja egal. Ich möchte das so stehen lassen, dass Dr. Sebastian Bartuschek gesagt hat, ein Stammtisch-Podcast muss auch eine Getränkerunde haben. Aber das ist natürlich ein Armutszeugnis des Argumentes, wenn man auf Autoritäten verweisen muss. Ein Armutszeugnis, aber nicht falsch. Ja, aber das diskutieren wir ja in Kürze mit der Frau Sake. Die hat sich ja gemeldet und mit ihr können wir das. Aber das ist ja anderes Thema. Die Frau Sake, die heißt wieder Reiswein. Ja, das heißt ja. Jetzt wird er zum Podcast Rüpel. Was jetzt ist denn daran also Reiswein geworden? Reiswein finde ich total. Also, was ist denn ein Reiswein? Ist das schon politisch unkorrekt, wenn man was, Reiswein sagt? Ich finde, Namenswortspiele sind halt irgendwie zotig einfach nur. Die Zote als Herrenwitz hat ja eine sexistische Komponente, mein Lieber. Ah. Ach so, das war mir nicht bewusst. Das ist tatsächlich so. Ich mag einfach nur das Wort zotig. Nee, ich spreche es gerne aus. Verstehe ich, aber Zote hat immer eine sexistische Komponente, der klassische Herrenwitz. Okay, das wollte ich dir jetzt gerade tatsächlich nicht unterstellen, sondern es war einfach meinem Unwissen geschuldet, dass ich das Wort so benutzt habe. Einfach nur, weil mich die Ästhetik des Wortes übermannt hat. Tagesordnungspunkt 2 von 3. Der erste ist jetzt abgefrühstückt mit dem Ergebnis, ich habe recht. Tagesordnung 2. Du bist ja auch Vater, Sebastian. Ja, wir haben zwar ein klassisches Rollenmodell entschieden. Ich bin Vater, meine Frau ist Mutter. Okay, meine Frage dazu ist, unser Diego, Dr. Diego, ist ja auch Vater, aber... Kennt ihr euch? Entschuldigung. Nein, meine Frage ist, wir haben festgestellt, unser Diego schläft immer ein beim Podcasten. Also spätestens nach einer Stunde schläft er weg, weil er sagt, das Vatersein ist so anstrengend. Und du machst mit dem Psychotalk und mit dem Zapfhahn und was weiß ich, mit dem Bartocast so viel Podcast über Stunden. Da wollte ich von dir wissen, welche psychologischen Tipps wir ihm geben können, dass er als Vater hier nicht einschläft, sondern sich wachelt, so wie du. Wie alt ist denn das Kind vom Diego? Ganz klein. Das ist, ich glaube, ein Baby. Ja, der einfachste Tipp ist, lass Zeit vergehen. Also, wenn das Kind so ein halbes Jahr ist, hast du einen ersten großen Schritt, was deine Nachtqualität angeht, geschafft. Und wenn das Kind ein Jahr ist, ab da wird es entspannter. Aber es ist tatsächlich, und da muss ich dann wirklich sagen, haben wir uns tatsächlich für klassische Rollenaufteilung auch hier entschieden, der Hammer. Und du kommst am Anfang überhaupt nicht hinterher und bist dauernd müde. Ich kam aber immer schon ganz gut mit übermüdet sein klar. Und meine Frau hat aber auch unglaublich viel abgefangen, weil sie auch am Anfang gestillt hat. Und dadurch, das ist ja eine Funktion, die kann ich nicht übernehmen. Aber die war richtig, richtig fertig. Und an den Diego, das wird alles besser. Okay, hilft also im Moment nicht weiter. Nein, aber was man lernt als Vater, ist Ausweglosigkeit zu akzeptieren. Und das war für mich, ich weiß nicht, ob der Diego schon an dem Punkt ist, ein ganz entscheidender Punkt zu akzeptieren. Ja, dann bin ich halt übermüdet und dann kann ich jetzt einfach nicht mehr. Aber das ist halt so. Und das kann ich nicht ändern. Und sich dazu zu unterwerfen tatsächlich, das kann man so nennen, war für mich eine sehr zentrale Erfahrung,
weil die komplett gegen meine eigentliche Ich bestimme mich selbst Haltung verstieß. Ah, da bin ich mal gespannt, was er schon konnte oder ganz gut kann, ist uns klar zu machen, dass er jetzt nur noch zuhört. Dann ein dritter Punkt, ein Tagesordnungspunkt, der ein bisschen ernsthafter ist. Wir haben nämlich kritische Post bekommen beim vorletzten Mal. Oh ja. Und zwar, du bist ja, Sebastian, Mitglied in einem Verein gegen Gewalt. Ja, Leben ohne Gewalt e.V. Wir haben beim letzten Podcast so flapsig dahergesagt, in einem Zusammenhang, wo es um Erziehung ging. Ja, die Ohrfeige uns hat es auch nicht geschadet. Oh, das habt ihr nicht wirklich gesagt, oder? Ohne das wirklich ernst zu meinen und ein bisschen gekichert. Und dann kam tatsächlich Post, höhere Post, beziehungsweise auf dem Blog. Und du bist also der Meinung, das war nicht gut. Nee, aber ich würde euch dafür auch nie, also man muss da... Man muss, finde ich, auch die Kirche im Dorf sein lassen. Also dieser Satz ist schlicht Blödsinn, aber ich kann mir vorstellen, was ihr da geschrieben bekommen habt, das, ohne es zu kennen, würde ich sagen, ist mir zu weitgehend. Naja, es ging darum, dass wir dadurch manche Menschen verletzen könnten, die tatsächlich unter Schlägen gelitten haben. Und da habe ich argumentiert, und jetzt geht es eigentlich ums Argument, dass ich ja selbst das kenne, also für schlechte Noten Prügel gekriegt zu haben, zum Beispiel. Und dass ich mir da herausnehme, mich darüber lustig zu machen, so wie zum Beispiel ein Pole auch Polenwitze erzählen darf. Jeder, also ja, und genau da sind wir, genau das meinte ich mit, ich verstehe das Argument, aber es ist mir zu weitgehend. Ich halte all das, was da jetzt an Argumentation kommt, für überhaupt nicht zielführend. Natürlich darfst du als Deutscher genauso Polenwitze erzählen wie ich als Pole. Ansonsten würde das doch bedeuten, dass der Pole dadurch, dass er zufälligerweise Pole ist, in irgendeiner Art und Weise besser ist als der Deutsche und deswegen eher legitimiert ist, über die Polen Witze zu machen als der Deutsche. Das ist genau dieselbe Argumentation, die auf einmal Menschen verbietet, Dreadlocks zu haben, weil sie nicht der richtigen Ethnie angehören. Im Kern ist so eine Argumentation völlig daneben. Was einfach ist, die Aussage mit die Ohrfeige hat keinem geschadet, ist einfach falsch. Das ist aber eine falsche Aussage. Und dabei kann man es eigentlich lassen. Und all dieses, es gibt aber vielleicht Leute, die ihr damit verletzt habt. Ich tue mir immer schwer mit so Social Justice Warriors, die glauben dann, für andere Menschen, die es meist gar nicht oder die es eigentlich nie stört, sich einsetzen zu müssen und aus dem Augen zu verlieren, worum es eigentlich geht. Worum es gehen muss bei dem Thema ist, Gewalt ist kein Prinzip für Erziehung. Wir haben in Erziehung sicherlich Situationen, die auch Gewalt beinhalten. Wenn zum Beispiel mein Sohn auf eine heiße Herdplatte packen will, dann halte ich ihn davon ab. Oder wenn mein Sohn in einem Moment von Emotionen, die er nicht kontrollieren kann, auf mich einschlagen will, weil das mit 2 Jahren normal ist, halte ich ihn auch fest. Das kann man als Gewalt interpretieren. Aber die aktive Ausführung von Gewalt von Erwachsenen gegen Kinder ist nie richtig. Und auf der Ebene kann man es eigentlich belassen. Man muss da jetzt nicht noch, wisst ihr, diese ganzen... Aber überleg mal, wie das für jemanden, es geht um eine grundsätzliche Haltung zur Erziehung und Gewalt ist kein Prinzip, das in Erziehung etwas Positives bewirkt. Ich würde jetzt nochmal aus einer anderen Perspektive das Ganze werten wollen. Also ich kann dieses Argument verstehen, es war ein Hörer, ne? Ja. Gebracht hat. Würde das aber mit einem Aber versehen, weil ich persönlich finde es schwierig, immer auf interne menschliche Zustände zu referieren damit, weil die sind mir irgendwie verborgen. Ich kann und gerade in so einem, sagen wir mal, wir senden ja, wir kommunizieren ja in eine unbekannte Masse hinein. Und was unsere Worte in wem auslösen, kann ich einfach nicht abschätzen. Und
Was ich nämlich aber, wann ich das für relevant halte, ist in was für einer gesellschaftlichen Situation wird das gesagt? Zum Beispiel auch, ich, Sebastian, ich teile mit dieser, deiner Aussage über Polenwitze, ob jetzt Polen Polenwitze machen dürfen oder auch Deutsche und so weiter, stimme ich mit dir völlig überein. Das ist nicht relevant, ob das ein Deutscher oder ein Pole macht. Es geht um die gesellschaftliche Wirkung, wenn man das macht. Wenn es zum Beispiel eine kulturrassistische Stimmung gibt, so, in die das hineinfällt, dann sollte man weder als Pole noch als Deutscher diese Witze machen, insofern man diese Stimmung nicht noch weiter halt bestätigen möchte. Also von daher würde ich das, finde ich, kommt es drauf an. Und jetzt gerade bei diesem Satz, das hat uns allen nicht geschadet, der war ja, wenn ich mich richtig entsinne, in dieser Situation gefallen, als wir über autoritäre Erziehung gesprochen haben. Mhm. Um eine ironische Bewerkung zur autoritären Erziehung zu machen. Halt in dem Konzept, ja, das hat uns ja allen nicht geschadet, wo wir denn alle drüber ein bisschen gelacht haben, weil es eben diese autoritäre Position überspitzt darstellt und wir sie für ungültig halten. So hatte ich es verstanden, dass wir uns eigentlich ironisch auf die beziehen, die es verwenden. Guck mal, hatte ich komplett Argument anders ernsthaft verstanden. Verwenden. Okay, Entschuldigung. Dann nehme ich meine Empörung zurück, weil ich tatsächlich gedacht habe, was ja sein kann, dass ihr das ernst gemeint habt. So dachte ich jetzt. Kann ja sein. Nee, aber wenn wir Ironie, also das war ja in einem ironischen Kontext, bloß es gibt ein Problem bei Ironie. Wenn Kommunikation erstmal entlassen ist, dann ist sie nicht mehr durch die Person, die sie entlassen hat, kontrollierbar. Und es gab, habe ich letztens gelesen, ich konnte jetzt nicht mehr genau darauf verweisen, aber es gab in den USA, ist schon ein bisschen her, das muss in den 50ern oder 60ern gewesen sein, um gegen Antisemitismus vorzugehen, wurde ein Comicstreifen veröffentlicht, der diese ganzen antisemitischen Klischees aufgegriffen hat und den Comic einfach so überzeichnet hat, dass es für jemanden, der sowieso gegen Antisemitismus ist, so, dass dem war klar, das ist eine Persiflage da drauf, weil es einfach so überzeichnet ist, es ist einfach unrealistisch. Doch man hat festgestellt, dass überzeugte Antisemiten die Ironie daran nicht erkannt haben. Und das ist, glaube ich, eine grundsätzliche Gefahr bei der Verwendung von Ironie, dass die Ironie muss dem hineingedacht werden. Und das hängt davon ab, welche Position ein Mensch ohnehin vertritt. Aber unsere Hörer sind wahrscheinlich keine prügelnden Eltern. Deine Aussage unterstützend ein schönes Nietzsche-Zitat. Ich schätze Nietzsche ja sehr. Nietzsche hat mal gesagt, das untrüglichste Zeichen der Entfremdung der Ansichten zweier Personen ist, dass sich beide etwas ins Ironische sagen, aber keine von beiden das Ironische daran spürt. Das ist genau das. Aber das Schöne ist ja, so können, wenn sie in diesem Modus weilen können, dann können ja zwei Menschen, die diametrale Gegensätze Positionen haben, friedlich miteinander zusammen ein Gespräch führen. Das war auch in einem Umfeld, wenn ich das richtig erinnere, wo Nietzsche sich über Ehe ausgelassen hat. Ja, aber also nicht, dass ich dem Hörer, der das kommentiert hat, unterstellen möchte, dass er jetzt ein prügelnder Vater wäre, weil er das so interpretiert, sondern das kann natürlich auch sein, dass einem zwar bewusst ist, dass es ironisch gemeint war, aber auch gleich, dass diese Ironie nicht von jedem bekannt wird und dann die Aussage wirken kann. Das ist auch das, was ich vorher sagte, es kommt darauf an, in welche gesellschaftliche Situation etwas gesagt wird und ob es vertretbar ist oder nicht. Und das ist das, was ich mit Social Justice Warrior meinte, nämlich Leute, die aus Befürchtung, dass irgendwas irgendwer irgendwie verstehen könnte, anfangen, Kommunikation zu unterbinden und idealerweise zu zensieren. Das ist ganz spannend. Ja, dann würde ich sagen, ich würde das im Detail hätte ich da schon Differenzen mit dieser Position, aber wir hatten auch, glaube ich, letztes Mal drüber gesprochen mit dieser Problematik, wenn man sich selber wenn man selber
eine Gruppe erst konstruiert, die man beschützen möchte und dieser Gruppe dann Sachen und diese dann in seinen Gedanken füllt und so weiter und dann gerade dadurch einen Zwang auf diese Menschen ausübt, doch bitte so zu sein, ja, wie man sich das vorgestellt hat. Ja. Wider Willen. Muss ich nochmal auf die Podcast-Folge verweisen mit Dr. Anja Weiß, die ein Buch drüber geschrieben hat, wie man die Gruppe tatsächlich konstruiert und die man schützen will und dadurch Rassismus ausübt. Aber das unterstelle ich jetzt unserem Hörer nicht. Nein. Nee, aber ich unterstelle dem Hörer gar nichts, weil ich ihn gar nicht kenne. Aber aber nur dazu wollte ich nur sagen, das kann man natürlich, aber es müsste man dann auch immer genau betrachten, weil das kann man auch so nicht verallgemeinern, weil es natürlich gewisse Aussagen gibt, die halt nämlich dann problematisch sind. Und das muss man dann von Fall zu Fall, müsste man das untersuchen. Ich würde wie man das vorschlagen, wertet. Dass wir uns auf die Verschwörungstheorie so ein bisschen Was möchtet ihr wissen? Du, ich habe ja deine Vorträge ein bisschen verfolgt. Mhm. So, die sind ja auf YouTube. Ja. Ich möchte da nämlich mit Marshall McLuhan beginnen. Mhm. Der sagte, nur kleine Geheimnisse benötigen Schutz. Große Entdeckungen sind durch die allgemeine Ungläubigkeit geschützt. So, das kannst du jetzt mal bewerten. Ich werde sicherlich nicht Marshall McLuhan widersprechen, also dafür. Es hat was Wahres, geht aber implizit davon aus, dass es große Verschwörungen gibt. Ne? Das ist ja die Vorannahme des Ganzen. Ich glaube, dass das, jetzt argumentiere ich wie ein Soziologe, dass das milieuabhängig ist. Ich glaube, für gewisse Milieus ist seine Aussage richtig, für andere falsch. Also große Verschwörungen, wie definierst du denn Verschwörung? Ich habe bei Wikipedia mir rausgesucht, Verschwörung ist ein heimliches Bündnis mehrerer Personen mit dem Zweck, einen Plan auszuführen. Und damit müsste es mehr wirkliche Verschwörung geben als falsche, weil du ja die Mafia, die Korruption, Parteienstrategien, Medienkampagnen, Lobbyismus, Mobbing, das sind ja alles Pläne, die im Geheimen geschmiedet werden. Genau, wobei das dazu ja dieses illegitime oder illegale Momentum kommt. Ne? Aber nicht umsonst ist die Conspiracy im angelsächsischen Recht auch eine Straftat, ganz klar. Ach, ist das so? Ja, also es gibt die Conspiracy als Straftatbestand im amerikanischen Rechtssystem. Und du gehst nicht davon aus, dass es Verschwörungen gibt? Weil du sagst, dieses Marshall McLuhan-Zitat geht davon aus. Ich bin, das ist tatsächlich einer der Hauptkritikpunkte, die meiner Diss gemacht wurde. Was ich mache, ist zu sagen, ich bewerte nicht, gibt es eine Verschwörung oder gibt es keine. Das ist das, was viele andere Forschung im Bereich Verschwörungstheorien anders sehen. So, ich lasse eigentlich in meiner Definition von Verschwörungstheorien bewusst die Frage nach dem Wahrheitsgehalt offen. Sage, eine Verschwörungstheorie ist die Theorie über das Vorliegen einer Verschwörung, die, und das ist eine operationale Definitionskomponente, in Widerspruch zu einer offiziellen Deutung steht. Das ist ja schon quasi eine soziologische Definition des Ganzen. Ja, aber greifbar. Also es sind insgesamt 5 Punkte im Einzelnen. Erstens. Eine Verschwörungstheorie ist eine Theorie über das Vorliegen einer Verschwörung. Okay. Verschworen haben sich mindestens 2 Personen zu einem illegitimen oder illegalen Ziel. Die Verschwörungstheorie steht, oder die Verschwörungstheorie steht im Widerspruch zu einer offiziellen Deutung. Das sind die 3 Komponenten. Dazu kommt dann noch, die Verschwörungstheorie wird ernsthaft betrieben und sie ist aktuell, damit ich sie aufgenommen habe, weil es einfach über die Geschichte so unglaublich viele Verschwörungstheorien gibt. Und sie muss, genau, ernsthaft habe ich gesagt und aktuell. Genau, das sind die 5 Komponenten, die ich als definierend für eine Verschwörungstheorie im Sinne meiner Dissertation genommen habe. Und der 3. Punkt steht im Widerspruch zur offiziellen Deutung. Wo nimmst du die offizielle Deutung her? Das sind Regierungsstellen, Kirchen oder offizielle Erklärungen. Hm. Das ist sehr gut kritisierbar, hat aber den einfachen Punkt, dass
wenn du dich von dem Wahrheitskriterium löst, weil du es schlicht bei vielen Sachen nicht beurteilen kannst, was weiß ich denn, ob Salieri Mozart getötet hat oder nicht, keine Ahnung. So, dann kommst du aber dahin, dass zum Beispiel, wenn du auf 9-11 guckst, beide Seiten einander als Verschwörungstheoretiker betrachten. Nämlich sowohl die Truther, die sagen, dahinter stand Mossad, CIA und die Juden, ne, die sagen, die anderen sind Verschwörungstheoretiker, weil die Verschwörungstheorie glauben, dass 12 Araber mit Teppichmessern das machen konnten. Und die anderen, also die, die die offizielle Deutung der Bush-Administration vertreten, sagen, ihr seid die Verschwörer, weil ihr Verschwörungstheoretiker, weil ihr eben an eine andere Verschwörungstheorie glaubt als wir. Und um dieses Dilemma zu lösen, habe ich dieses rein operationale Kriterium da reingenommen. Hm. Dass man aber kritisieren kann, zum Beispiel dann, was machst du, wenn verschiedene Regierungen unterschiedliche offizielle Deutungen haben? Okay, ja, so, da hast du mehrere Deutungen. Ja, da habe ich mich für die Mehrheitssache entschieden. Zum Beispiel Holocaust ist für uns alle ein Faktum. Die iranische Regierung sieht das anders. Da ist für mich aber das, was die iranische Regierung vertritt, die Verschwörungstheorie. Ich würde da kurz nochmal ganz kurz zu dem Punkt einhaken. Weil also mir ist das auf jeden Fall sehr sympathisch, halt das Wahrheitskriterium rauszulassen. Gut, als Konstruktivist finde ich Wahrheit sowieso problematisch. Also ich komme mit Wahrheit klar als Konstrukt, sprich als Wahrheit ist das, was als Wahrheit beschrieben wird, aber nicht als, sage ich mal, so ein ontologischer Wert, das ist also die Wahrheit so im Kern. Allerdings wäre es nicht auch möglich, halt dieses Verschwörungstheorie, also wenn man sich nämlich diese Kritik nicht aussetzen möchte, halt, was ist also jetzt bei der Holocaust-Frage Differenz zwischen Bundesregierung und iranischen Regierung, das ist eine, also weil es ist ja perspektivenabhängig dann definiert, also weil wenn man die Verschwörungstheorie einfach als formale Form beschreibt, die nach gewissen Mustern halt funktioniert, dann ist es nämlich von der Perspektive abhängig, die man einnimmt. Und was, sage ich mal, dann offizielle Stellen könnte man vermutlich auch mit Autoritäten beschreiben, welche Autoritäten denn für einen akut sind. Ja. Und? Ich verstehe nicht, woher die Notwendigkeit kommt, sich für eine Seite zu entscheiden und zu sagen, das ist jetzt die Verschwörungstheorie, das ist keine. Naja, weil ich ja irgendwas untersuchen muss. Also eine eher analytische Trennung, also eine pragmatische dann. Genau. Ich muss ja also, um das Phänomen in seiner Struktur. Okay, vielleicht bin ich jetzt. Nein, du bist richtig. Das ist übrigens, ich habe momentan einen Friss meiner Doktorarbeit bekommen von einem Soziologen, zu dem ich eine Gegenstellungnahme schreiben darf, was mich sehr freut tatsächlich, dass ich die schreiben darf, vom Editor aus, der mir ähnliche Sachen vorwirft. Ich werde in meiner Erwiderung einsteigen mit dem Argument, wenn ich einen Pinsel im Baumarkt kaufe, dann darf ich mich nicht darüber beschweren, dass der nicht geeignet ist, ein Rohr festzuziehen oder einen Nagel in die Wand zu hauen. Also heißt, wenn ich mich phänomenologisch dem Begriff Verschwörungstheorie annähern will, dann muss ich all das, was du gerade, Thomas, gesagt hast, berücksichtigen. Das war aber gar nicht Ziel meiner Arbeit. Okay, da bin ich aber gespannt. Sagst du uns Bescheid, dass wir das hier verlinken können, den Verriss? Aber weiß man gar nicht, ob der online geht. Wahrscheinlich erst nächstes Jahr online gehen werden. Das ist in der Zeitschrift für Anomalistik. Wobei ich gespannt bin, weil aus meiner Sicht, ich bin jetzt mal ganz vorsichtig, geht es dem Rezensenten nicht nur um inhaltliche Sachen, sondern es sind für mich auch ganz klar ad hominem Sachen drinne, wo er sich auf bestimmte Tätigkeiten von mir für bestimmte Zeitungen bezieht und ich glaube, er verklausuliert dann eben nur, und das werde ich sehr hart und offen benennen, seine ad hominem Kritik hinter Soziologensprech, und das finde ich ungehörig. Und dann bin ich mal gespannt, ob der Herausgeber meine Gegenstellungnahme so abdruckt, wie ich sie schreiben werde. Ich bin ja fast GFA-Mitglied, also geworden, fast. Ich habe es noch zurückgehalten ein bisschen.
Weil ich mich mit Geistern nicht mehr so viel beschäftige momentan. Aber ich bin ja bei beiden mit. Ja, bei das ist allen. So ganz kurios, dass du bei der GWUP, bei der GWUP und bei der GFA drin bist. Und bei Wissensdurst. Wie bitte? Und bei Wissensdurst, ein Verein, den ich mit Alexander, Sven und so letztes Jahr gegründet habe, zur Wissenschaftskommunikation. Ja, da ist die Homepage aber noch relativ nichtssagend zum jetzigen Zeitpunkt, glaube ich. Ja, sag mal so, aber es steht auch nichts Falsches drauf. Ja, Wissensdurst. Okay, dann steige ich doch mal, weil mich das tatsächlich interessiert. Also ich kenne jetzt ja den Verriss gar nicht. Mhm. Deswegen will ich auch gar nicht auf den einsteigen. Da hätte ich nur, sage ich mal, was ich jetzt so darin problematisch sehe, sage ich mal, in einem größeren Diskurs, ist, wenn man praktisch sich mit der Verschwörungstheorie für eine Seite entscheidet, weil, also ich konnte mit dem Begriff Verschwörungstheorie, kann ich halt inhaltlich wenig anfangen, und er wird ja normalerweise, ist Verschwörungstheorie ein politischer Kampfbegriff, um nein, die Gegenseite zu attackieren. Nein. So. Das lese ich und höre ich immer wieder. Nein, ist er im ersten Mal nicht. Es gibt Verschwörungstheorien. So, dass Schritt das als politischer Kampfbegriff benutzt wird, heißt ja nicht, dass der Begriff als solcher falsch ist, sondern dass er teilweise eben tendenziös genutzt wird. Genau. Ja, also ich will das jetzt auch gerade nicht deiner Dissertation unterstellen, weil ich sie auch nicht kenne, deswegen erlaube ich mir ja gar kein Urteil darüber. Was du ja auch letzte Woche, wo wir auch letzte Woche drüber gesprochen haben, und was du sagtest, ist ja diese, sag ich mal, dieses Ideal der Wissenschaft, dass das auch nach außen halt getragen, also dass das nach außen ja auch das Wissen verfügbar machen soll. Und ich würde das jetzt, ohne dieses Ideal wenden, einfach sagen, naja, Wissenschaft, ob sie es möchte oder nicht, wenn halt Wissenschaft Aussagen publiziert werden und so weiter, dann werden sie, ob das die Intention ist oder nicht, werden sie einfach nach außen getragen, und sie werden von diesem Umfeld halt verwandt in einer Art und Weise, dass man ja gar nicht selber mehr kontrollieren kann. Und halt die allgemeine, also wenn der Begriff Verschwörungstheorie im Allgemeinen, jetzt nicht in deiner Arbeit, was ja auch gar nicht möglich ist, wenn man die Wahrheitskomponente rauslässt. Entschuldigung. Ja, ich höre ganz aufmerksam zu. Dann fällt natürlich so ein Begriff, wenn man sich in seiner Arbeit für eine Seite entscheidet, fällt natürlich auf den Boden, der diese Arbeit dann verwenden kann. Im Rahmen der halt als des politischen Kampfbegriffs, wie er dann halt, sage ich mal, leger gebraucht wird, um halt, wenn sie, wie du gerade sagtest, halt bei den Truthern und den, die offiziell, wenn sich da die gegenseitig um Ohren gehauen wird, ja, man würde auch selber einer Verschwörungstheorie glauben. Und die eigene Theorie, was wäre eigentlich die wahre Theorie? Das ist ja diese Öffentlichkeitskomponente. Und ich würde jetzt sagen, wenn du vorher gesagt hast, naja, Wissenschaft hat ja auch immer diesen öffentlichen Wirkungscharakter oder sollte ihn haben, dann müsste man ja sowas eigentlich auch berücksichtigen. Und gerade dann könnte man sich ja nicht auf das Argument zurückziehen, naja, aber in einem streng wissenschaftlichen Diskurs und so weiter zieht das jetzt alles gar nicht. Also es ist jetzt natürlich halt, sage ich mal, Argument auf einer Beta-Ebene, also die sich jetzt gar nicht mehr auf die tatsächliche Definition in deiner Arbeit bezieht. Verstehe ich voll und ganz, und bin bemüht, in meinen Vorträgen genau dies trotzdem zu schaffen. Ja. Nämlich es auf eine Ebene zu ziehen, die verständlich ist und trotzdem den Leuten klar macht, dass es sehr wohl auch, es ist Teil jedes meiner Vorträge, dass es auch reale Verschwörungen gibt und dass man auch gut daran tut, die ein oder andere Verschwörungstheorie zu glauben. Hast du den Eindruck, dass dein Publikum
eher zu denen gehören, die Verschwörungstheorien als, ja, ich sag mal, als sich lustig machen über bestimmte Leute verwendet, sodass dann noch von deiner Seite viel Aufklärungsarbeit notwendig ist. Wie schätzt du dein Publikum da ein, was zu deinen Vorträgen geht? Weil wenn man da hört Verschwörungstheorie und Skeptiker, ich will ja über die GWUP nicht so, die GWUP, glaube ich, die Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung paranormal, von Parawissenschaften, nicht so drüber herziehen, aber die sind schon bei ihrer Kritik heftig und auch sehr, sehr sarkastisch gehen die zur Sache. Und wenn ich da lese, okay, Skeptiker, Verschwörungstheorien, dann hatte ich so den Eindruck, okay, da könnten schon viele Leute hingehen, die wollen, dass so Leute wie Herr Stoll, Herr Dr. Stoll, abgewatscht werden. Kann man auch an der Stelle sagen, ne? Du bist ja Mitproduzent des Stoll-Films, ein Interview mit Dr. Stoll, nslbuch.de/film, dort käuflich zu erwerben. Das Buch heißt Muss man wissen, erschien beim JMB Verlag in Hamburg. Und um deine Frage zu beantworten, 80% wollen sich lustig machen über Verschwörungstheoretiker, die zu meinen Vorträgen kommen. Da hat man tatsächlich auch den Effekt, wer lädt mich denn ein, Vorträge zu halten? Das ist die GWUP, das ist der HVD, der Humanistische Verband Deutschlands. Das sind ab und zu andere Veranstalter. Ich war bei der Piratenpartei in Saarbrücken, ich war beim ASTA der Uni Mainz, da habe ich den Vortrag zugeschnitten auf rechtsesoterische Verschwörungstheorien. Im Allgemeinen sind aber bei mir schon, ist auch durch diese Rahmen, die überwiegende Mehrzahl Leute, die sich über Verschwörungstheoretiker lustig machen wollen, die an einigen Stellen dann im Vortrag auch immer so ein bisschen pikiert gucken, wenn ich nämlich klar mache, dass es relativ normal, im Sinne einer Normalverteilung, ist, Verschwörungstheorien zu kennen und auch in einem gewissen Ausmaß sie zu glauben. Ich habe aber bei meinem Thema tatsächlich fast immer mindestens eine, normalerweise aber zwei Personen im Publikum, die bei der anschließenden Diskussion folgende Aussage macht. Das ist total wichtig, dass sie diese Forschung machen und ich stimme ihnen auch zu, bla 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 bla. Aber die Stahlträger hätten doch gar nicht schmelzen dürfen bei Nein. So. Also das, ich, dieses Stahlträger-Argument, das kenne ich mittlerweile in- und auswendig. Heißt, das liegt aber, glaube ich, in der Natur meines Vortrags im Vergleich zu anderen Vorträgen aus dem skeptischen Umfeld. Ich ziehe immer auch Verschwörungsgläubige an, die in den Diskurs mehr oder minder einsteigen. Als ich in Saarbrücken war, kamen zu Beginn des Vortrags wohl zwei Leute so aus der Reichsbürgerszene. Die sind relativ schnell gegangen, als sie merkten, in welche Richtung das so gehen würde, was ich schade fand. Aber generell habe ich schon immer so, also das siehst du witzigerweise als Referent daran, dass es die Leute, die dann sich als Verschwörungstheoretiker auch offen zu erkennen geben, schreiben ganz oft während deines Vortrags komplett mit. Ich habe keine Ahnung, was die da schreiben, ne? Aber die schreiben dann, du hältst eine Stunde Vortrag und die schreiben die ganze Zeit mit. Und dann, das sind entweder sehr fleißige Studenten oder Senioren, die nichts vergessen wollen, in aller Regel aber dann doch Verschwörungstheoretiker. Ich habe keine Ahnung, was die da aufschreiben oder ob das einfach so eine Selbstberuhigung ist oder so, aber die, das ist spannend zu beobachten. Naja, du greifst ja den ihr Glaubenssystem direkt an und dann müssen die sich ihre Gegenargumente schon mal bereit legen, während du sagst, wenn da Leute hinkommen, die das mehr so als Belustigungsveranstaltung sehen, die wollen dann, ich meine, beim Science Slam schreibt man ja auch nicht mit. Ne? Das ist dann, aber wenn du jetzt irgendwo hingehst, wo du weißt, dass die schon gegen deine Position argumentieren werden. Also ich kann mir das vorstellen, dann würde ich auch schneller meinen Notizzettel zücken. Ne? Wenn du hier was sagst, zum Beispiel, was mir gegen Strich geht, schreibe ich mir das auch auf. Echt? Ja. Ich mach's damit ich dann zu gegebener Zeit darauf zurückkommen kann. Oha. Ja. Oha. Das muss ich sagen, halt bei das mache ich teilweise auch. Also nicht, oft weiß ich gar nicht vor, welche ich notiere mir oft einfach nur
ich notiere mir einfach nur gerne dann halt die Argumente, die fallen, um dann zu prüfen, ob ich denn dagegen, Argumente dagegen habe oder auch, ob die Argumente konsistent sind. Sag mal, so. Was ist denn so rausgekommen eigentlich in deiner Diss so? Ein paar Punkte, wo man sagt, okay, das sind so die Kern... Die Bekanntheit, also Bekanntheit und Zustimmung korrelieren. Das ist wie so oft in der Psychologie, am Ende erscheint es dann allen trivial, wenn man es untersucht hat, aber wir haben jetzt zumindest mal einen Befund, den wir davor nicht hatten. Also je bekannter eine Verschwörungstheorie, desto größer die Zustimmung und je größer die Zustimmung, desto bekannter im Durchschnitt. Wir können sagen, dass dass im Durchschnitt Verschwörungstheorien bekannter sind, als sie geglaubt werden. Für mich interessanter Befund, das Alleinesein korreliert mit der Bekanntheit, aber nicht mit der Zustimmung. Heißt, das Bild des Verschwörungstheoretikers, also des Verschwörungsgläubigen, als der arme, alleine lebende Irre, müssen wir so ein bisschen aus meiner Sicht relativieren. Da scheint es zumindest nicht die Evidenz zu geben, die man lange geglaubt hat. Naja, und was für mich für das Struktursuche-Argument spricht, Verschwörungsglaube korreliert oder nicht korreliert, sondern wird gut vorhergesagt von extremistischen politischen Einstellungen und Religiosität einer Person. Ich überlege gerade, ich glaube, das sind so die Kernaussagen. Ja, Bekanntheit ist normal verteilt, Zustimmung nicht. Die Extremisten glauben eher an Verschwörungstheorien. Als nicht. Und nee, das kannst du wahrscheinlich hast nicht. Du hast ja nicht auf Wahrheit geprüft, ne? Deine Verschwörungstheorien. Das hast ja vorgenommen. Also, mich hätte jetzt mal interessiert, ob die extrem eher an nachgewiesen falsche. Du bist ganz schwer zu hören jetzt. Du bist gar nicht zu hören. Thomas, du bist nicht zu hören. Schüttle mal am Mikro oder so. Beim letzten Mal hat es geholfen. Thomas? Es liegt an der Internetverbindung. Ja, hallo. Ja, es liegt an der Internetverbindung. Okay. Ich sehe das zwischendurch. Ich bin zwischendurch über längere Strecken ruhig. Das liegt daran, weil ich unten sehe, dass die Verbindung gerade ganz furchtbar ist und ich wahrscheinlich sowieso nicht zu verstehen wäre. Genau, weil ich wollte an einem Punkt, ich hätte da nämlich gerne vorher zwischengehakt. Nämlich bei der Feststellung, dass Extremisten halt eher zum Verschwörungsglauben neigen. Und zwar, weil das Wort Extremist ist halt, würde ich sagen, auch wissenschaftlich ist das auch wissenschaftlich, also ich analytisch finde ich das halt relativ wertlos, das Wort, weil das ist halt auch wieder ein politischer, weil die, ich meine, das, was als Extremist bezeichnet wird, das zeichnet sich ja dann dadurch auf, dass es irgendwelche bestehenden Werte ablehnt aus irgendwelchen Gründen. Na, und dann halt ist ja die Feststellung, dass sie an andere Darstellungen und nicht an die offiziellen Darstellungen glauben, ist ja naheliegend. Aber da sehe ich dann auch wieder das Problem, dass diese Begriffe, naja, dass da sehr schwammige Begriffe zusammengeführt werden, die dann halt doch sehr in ihrer Anmutung sehr schnell politisch sind. Sebastian, also hast du die Extremisten operationalisiert als Extremisten und hast dann geguckt oder sind die irgendwie durch eine Faktorenanalyse oder so herausgekommen? Also als Extremist, ich habe die Sonntagsfrage drin und jetzt werden wieder alle linken Extremismustheoretiker aufholen, habe da als operationelle Definition genommen, Extremist ist das, was der Verfassungsschutz als extremistisch bezeichnet. Ja. Wie würden wir sagen jetzt vorwurfsvoll, du reproduzierst die Strukturen, die vorgegebenen?
wird man jetzt soziologisch kritisieren. Aber ich finde die Kritik von dir jetzt, Thomas, nicht so. Also ich, wenn ich da jetzt die Daten hätte, die Idee finde ich ganz clever, den Verfassungsschutz jetzt zu nehmen. Also ich wüsste jetzt keine andere, die nicht in die Willkür abgleitet, Möglichkeit der Operationalisierung. Also ja, du hast ja einen Zusammenhang gefunden zwischen deinen Extremisten und den Verschwörungsglauben. Da ist ja was da. Das heißt, egal, ob du das jetzt Extremist nennst oder nicht, da gibt es eine Gruppe, die irgendwie definiert ist und da gibt es einen Zusammenhang, einen überzufälligen. Und ja, das musst du dir ja irgendwie benennen. Und ja, das, also ich sehe das Problem darin dann in dem Moment halt, dass der Begriff des Extremisten ist halt gewisserweise ist analytisch wertlos, weil was wird denn da bezahlt? Also es ist halt ein, damit diskreditiert man halt seinen politischen Gegner irgendwie. Naja, und das denn? Also jetzt mal, ich lasse ja viel Kritik gelten, aber das ist ja nicht beliebig, ne? Es geht jetzt hier nicht um irgendeinen politischen Gegner, sondern es geht um Gegner der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Dass man die zusammenfassend als Extremisten bezeichnet, jetzt kann man sagen, ja, ne, finde ich, ist erstmal legitim. Was du gerade machst, ist eine Wertung vorzunehmen, die so da nicht stattfand. So. Und zu dem Argument von davor. Das ist, du sagst, das sei nicht überraschend, dass die Verschwörungstheorien, so wie ich sie definiert habe, stärker zustimmen. Das stimmt nicht so ganz. Zumindest nicht mit dem Argument, das du gebracht hast, mit dem gegen ein System sein. Denn mitnichten war die Mehrheit der Verschwörungstheorien politischer Natur. Wir können aber über alle Verschwörungstheorien, gleich ob sie politisch oder nicht politisch sind, diesen beschriebenen Trend feststellen. Das finde ich schon sehr spannend. Wenn wir nur auf politische Verschwörungstheorien schauen würden, da würde ich sagen, Thomas, okay, da hast du recht, das mutet ein bisschen nach Zirkelschluss an. Aber wenn wir darauf schauen, dass wir da auch Sachen drin haben wie Paul McCartney ist in Wirklichkeit schon tot. Wir haben außerirdisches Leben auf dem Mond entdeckt. Im Bermuda-Dreieck gibt es dies und jenes. Dann finde ich das schon einen spannenden Befund. Okay, ja, da gebe ich dir tatsächlich, ja, da gebe ich dir recht. So, das hatte ich nicht außerdem auf dem Schirm. Außerdem denke ich, im Bereich des wissenschaftlichen Arbeitens und Denkens, in dem wir uns jetzt hier so thematisch auch ein bisschen begeben, ist die, ist ja auch immer die Frage, ist das jetzt ein Label oder ist das jetzt wirklich inhaltlich, also du machst eine Arbeit, du labelst eine Gruppe, in dem Fall Extremisten, und machst eine ganz klare Definition und sagst, so definiere ich die. Und dann ist es ja jedem überlassen zu sagen, aber hier, wer gegen den Verfassungsschutz ist, den betrachte ich nicht als, als Extremisten. Das ist ja für die wissenschaftlich-statistische Arbeit egal, denn eigentlich ist die Definition, eigentlich ist die Aussage, es gibt eine Gruppe von Leuten, die Verfassungsschutz bedenklich sind, und diese Gruppe von Leuten korreliert mit dem Verschwörungsglauben. Ob ich diese Leute jetzt als Extremisten bezeichne, da würde ich sagen, das ist ein Label, finde ich plausibel, kann man sich drüber streiten, das ändert aber nichts daran, dass da ein statistischer Zusammenhang gefunden wird. Und deshalb sehe ich das auch nicht so problematisch. Man kann natürlich, also je nach, vielleicht in 500 Jahren, wenn wir wieder irgendwelche Diktaturen haben sollten oder so, dann wird man die Arbeit herausholen und sagen, na, Extremismus ist das nicht das richtige Wort dafür. Aber die Definition in der Doktorarbeit, die hast du ja klar gegeben. Die steht ja da. Und soweit ich wissenschaftliches Arbeiten kenne, kommt es halt darauf an, dass du eine klare Definition zu dem gegeben hast, zu den Begriffen, die du einführst. Und dann sind die als Arbeitsbegriffe durchaus verwendbar. Ich sehe die auch als Extremisten an, aber ich kann mir auch vorstellen, dass das halt der eine oder andere nicht ansieht. Und bevor man sich darüber streitet, könnte man ja sagen, die Definition liegt klar da. Wir haben Zusammenhang zwischen verfassungsbedenklichen Leuten und Verschwörungsglauben. Sehe ich jetzt nicht so das Problem. Ja, seid ihr noch da? Ja, okay. Ja. Aber ich habe halt manchmal so den Eindruck, Verschwörungstheorien wird halt doch öfters als Kampfbegriff verwendet, insofern, dass man sagt, wenn etwas wie eine Verschwörungstheorie aussieht, dann ist es schon mal
dann muss ich schon mal falsch sein. Und würdest du sagen, dass das verbreitet ist? Oder ist da, also aus deiner Bubble her, ist das ein verbreiteter Glaube? Pathologische Verschwörungstheoretiker gibt es wahrscheinlich. Und es gibt wahrscheinlich auch pathologische Verschwörungsungläubige sozusagen, die sagen, wenn etwas nur hinreichend, also wenn etwas kompliziert ist, geheim und so weiter, dann muss es aber auch falsch sein. Lass uns mal den Pathologiebegriff rausnehmen, weil dann wären wir jetzt im Bereich der psychischen Störung. Das habe ich abgegrenzt. Stimmt, da hast du recht, ja. Ich glaube tatsächlich, das ist mir auch bis gerade eben noch gar nicht so klar gewesen, das ist ein guter Aspekt, dass das Filterbubble-abhängig ist. Also ich würde auch sagen, in meinem Umfeld würde die Mehrheit das so sehen, wie du es gerade beschrieben hast. Wenn etwas als Verschwörung bezeichnet wird, ist es per se eher falsch. Klammer auf, wenn ich jetzt über meine Bubble nachdenke, es sei denn, es betrifft staatliche Überwachung, Klammer zu. Ich sehe aber im Internet, in diesem ganzen Internet, vor allem in den sozialen Medien, aber auch in so Facebook-Gruppen wie Wissensmanufaktur oder sowas, also so wachaufscharfe Gruppen, die glauben, alles, was auch nur im Ansatz nach Verschwörung aussehen könnte. Hm. Also ich glaube, dass, oder ich habe den Eindruck, dass diese Schere weiter auseinandergeht im Moment zwischen denen, die alles glauben, was sich Verschwörung nennt, und den anderen, die nichts glauben, was sich Verschwörung nennt. Ah ja, okay. Und das ist interessant. Und darf ich dir noch eine Einschätzung abbringen, eine Ad-Hoc-These, die ich aufgestellt habe, als ich mal so deinen Vortrag gesehen habe? Das ist eine psychologische, also küchenpsychologische. Dass es Menschen gibt, die ein ganz starkes Misstrauen haben, so erzogen von Natur, was weiß ich, und dafür darauf angelegt sind. angelegt sind für Verschwörungstheorien. Und nun ist es aber schwer, mit Misstrauen in der Gemeinschaft klarzukommen. Und so ein Verschwörungszirkel, der kultiviert ja zum einen das Misstrauen, beschränkt aber den Kreis derjenigen, der diese Person vertrauen muss oder möchte, auf einen ganz kleinen Bereich. Und dass das so eine Art Lebensbewältigungstherapie ist sozusagen, dass du nur wenig Menschen vertraust und dann noch das Misstrauen kultivierst. Aber wenn Leute diese Verschwörungstheorien offenlegen und sagen, es ist wichtig, dass Leute diese Illusion beraubt werden, denn das hast du ja gesagt, als GWUB-Mitglied hast du gesagt in einer Doku, die du da über diese Tests, die GWUB macht, gesagt, dass du es wichtig findest, dass Leute über ein Irrtum aufgeklärt werden, weil sie sonst viel Zeit darin versenken. Ja. Und dass das etwas ist, wie bei der Raucherentwöhnung, wo man sagt, okay, wenn jemand aufhören will mit Rauchen, schafft er das erst, wenn er einen Ersatz findet. Dass du denen eine Lebensbewältigungsstrategie sozusagen wegnimmst, aber was kriegen die dann als Ersatz? Das ist, ich denke genau über diesen Punkt schon lange und oft nach. Und sehe das auch mittlerweile ein bisschen anders als in der Doku, die du da benennst, über die Psi-Tests in Würzburg. Ich glaube mittlerweile, wir haben zwei verschiedene Arten von Verschwörungsgläubigen oder auch generell von Menschen, die Parawissenschaften anhängen. Wir haben zum einen diejenigen, die, ich sag mal, so am Fringe sind, also so an der Kante sind und nicht so genau wissen, wie ist es jetzt eigentlich. Diese Menschen brauchen Fakten und brauchen Mitteilung von Fakten, um entscheiden zu können. Und auf der anderen Seite haben wir aber Menschen, die das Ganze als Glaubenssystem haben. Ich komme immer mehr zu der Überzeugung, dass wir die Menschen, die das als Glaubenssystem haben, nicht durch Fakten davon ablösen können, weil Glaube eine etwas Emotionales hat und Fakten erst einmal nicht. Das heißt, woran ich mittlerweile glaube, ist das, was Dawkins in einem völlig unbeachteten Buch, wie ich finde, nämlich Der entzauberte Regenbogen, toll dargestellt hat, nämlich
dass wir zeigen müssen, die Schönheit der Welt in einer rationalen Sicht. Und das fehlt uns leider in der Wissenschaftskommunikation oft, diese emotionale Ansprache. Die Kollegen Waschkau machen das ja immer wieder klar, indem sie sagen, wissenschaftlich-kritisches Denken ist das Ausführen aus abergläubischen Systemen, die letztlich den Einzelnen in Angst versetzen und in Angst belassen. Soweit würde ich gar nicht gehen, aber ich glaube schon, dass wir zeigen sollten, wie wunderbar die Welt ist, wenn wir sie eben nicht durch irgendwelche irrationalen Glaubenssysteme, und dazu zähle ich viele Verschwörungstheorien, sehen. Da würde ich kritisch sein, ob das hilft, weil die Schönheit ist das eine. Ich glaube, die Menschen suchen eher einen Sinn in allem, in wirklich allem und auch in der Natur. Und aber wieso? Das ist ja die spannende Frage. Also ich glaube, aus psychologischer Sicht, das tun sie, um Sicherheit sich zu geben. Mhm. Wenn ich Zufälle aus meinem Leben versuche auszuklammern, dann um es kontrollierbar zu machen, um Selbstwirksamkeit wieder anders zu erleben. Und da finde ich, müssen wir ansetzen. Aber kannst du Sinn ersetzen durch Schönheit der Natur? Wenn du sagst, das hat alles keinen Sinn, so wie der Herr, wie heißt der, Florian Freistetter. Freistetter, der schöne Blog schreibt über Astronomie, hat mal geschrieben, Natur hat keinen Sinn, aber wir können, also das, was du gesagt hast quasi, wir können sie untersuchen und die Schönheit entdecken und die ganzen Geheimnisse aufdecken, und das ist nur für eine ganz kleine Masse von intellektuell und akademisch vielleicht gebildeten Leuten offen. Ich glaube, du nimmst den Leuten auch viel, viel Sinn. Die wollen Sinn sehen in Steinen oder was weiß ich, in Naturgesetzen. Die wollen nicht sehen, dass da kein Sinn ist, und ich glaube nicht, dass die Schönheit des Entdeckens und der Natur, Gesetzlichkeiten und diese ganzen Sachen, dass das ersetzen kann, den Sinn. Also dagegen setze ich, dass ich auf jedem Science Slam volles Haus erlebe, und zwar nicht nur von einem studentischen Umfeld. Mhm. Und dass, wenn du mit Menschen in offenen Dialog trittst, alle Wissenschaft geil finden. Alle lieben die Ergebnisse von Wissenschaft. Alle finden super spannend, unterm Strich, das ein oder andere Forschungsergebnis. Sie haben nur irgendwann vermittelt bekommen, dass gewisse Fragen man nicht so stellen darf und bla und blub. Und ich glaube, wenn man Menschen da wieder abholt, dann sind wir auf dem Weg zu dem, was Thomas ja auch mal gesagt hat, heute oder letzte Woche mit der Bildungsgesellschaft. Ich glaube aber auch, dass es Menschen gibt, die kriegen wir nicht mehr zurück. Die sind weg für unseren Zugang. Und die sollten wir auch nicht mehr versuchen, warm in unser Boot zu holen. Wie meinst du das, warm in unser Boot zu holen? Naja, wenn ich Leuten ein gutes Gefühl gebe, wenn ich auf sie zugehe, wenn ich mit Verständnis auf sie eingehe und, dann ist das warm. Also du gehst ja immer noch davon aus, die überzeugen zu müssen. Und was ich eigentlich meine, ist mehr dein Kollege Herr Luca Du, ich sag mal Kollege, weil er auch Psychologe ist, ist ja aber in vielen, also in der GWUB vielleicht nicht der anerkannteste Physiker, aber der beschäftigt ja viel mit parapsychologischen Phänomenen. Der führende Parapsychologe, der vielleicht in Deutschland, also zumindest in der Populärwissenschaft. Definitiv. Und der sieht das deshalb so entspannt, wenn man ihn gefragt hat, da glauben die Leute an Sachen, die sie gar nicht glauben, von denen sie auch wissen, dass sie nicht wahr sind. Dann sagt er, das Gehirn würde sich kognitiv die Sachen raussuchen, die es braucht, die es für für seine emotionale Stabilität braucht. Und es ist nicht an ihm, jemandem vorzuschreiben, was er glauben soll. Ja, du machst gerade aber einen Trick. Ich kenne diese Argumentation von Lukadu und ich sehe sie im Bereich, für den Bereich, in dem Lukadu forscht, nämlich Geistersichtungen, Spukerscheinungen, außergewöhnliche Erfahrungen, wie die GFA es nennt. Da würde ich ihm nicht 100% zustimmen, aber da kann ich mit dieser Argumentation sehr wohl was anfangen. Ich finde aber, wenn Menschen der Meinung sind,
dass hinter allen Bösen dieser Welt die Juden stecken und wir deswegen anfangen sollten, Juden wieder in KZs zu stecken, da habe ich diese Gelassenheit nicht. Okay, dann müsste man es wirklich abhängig, also da bin ich natürlich ganz auf deiner Seite, dann müsste man es dann wirklich abhängig davon machen, was das für eine Verschwörungstheorie ist, welche politischen Implikationen die mit sich bringt. Aber ich erinnere nochmal, und das ist jetzt kein Trick, dass du in einem deiner Vorträge gesagt hast, die meisten Verschwörungstheorien haben auf unser tägliches Leben überhaupt keinen Einfluss, ob die wahr sind oder falsch. Genau. Und da kann man die ja genau, deswegen, absolut, genau. Deswegen, genau was du gerade sagtest, wir müssen hingucken, was es ist. Wenn jemand glaubt, dass Elvis Presley noch lebt, dann wirst du nie erleben, dass ich mich mit ihm hinsetze und stundenlang ausklamöser, was dafür spricht, dass Elvis Aaron Presley, bei dem der Grabstein ja falsch geschrieben ist, was dafür spricht, dass der in Wirklichkeit tot ist. Ja, fuck it, so, ne, unterm Strich. Wenn aber jemand anfängt, den Holocaust zu leugnen, wenn jemand anfängt, mir was von Weltverschwörungen, von antimasonistischen, also antifreimaurerischen Sachen zu erzählen oder, da trete ich sehr wohl auf und sage, entweder das ist Blödsinn, oder wenn jemand nicht mehr erreichbar ist, mit solchen Personen, gegen solche Personen müssen wir vorgehen. Also, das ist ja eine Position. Ich melde mich zurück, ich bin wieder da. Hallo. Ja. Was ich sehr. Ich möchte wieder fast eine Verschwörung im Hintergrund vermuten. Weil ich bedauere es wirklich, weil Sebastian und ich haben ja da so ein bisschen Dissens und ich hätte es gerne ein bisschen ausdiskutiert. Und ich konnte weite Strecken noch akustisch mithören, ich konnte nichts mehr sagen. Genau, aber ich stelle fest, das ist ja auch grundsätzlich eine Position, die du da gerade formuliert hast, ne? Also dass man halt viele verschwörungstheoretische, wie du sagst, oder wenn man so will, halt irgendwelche Vermutungen, die Menschen in der Welt haben, so kann man halt oft so sagen, ja okay, dann magst du das halt glauben, ist ja egal, ja? Aber es gibt ja Punkte, wo man dann wo man halt die ja so Handlungsimplikationen in sich tragen, die man nicht mehr vertreten kann. Und das ist ja eine Position, das stelle ich gerade fest, das ist ja auch, so sage ich mal, so eine Position, die man auch in der linken Szene halt immer antrifft. Bloß, und da sind wir wieder bei der Wertung, also weil da halt diese, also mir erhärtet sich der Verdacht, dass deine Ausführungen zur Verschwörung immer sehr stark mit politischen Ansichten verschränkt sind. Weil da ist denn ja wieder die Frage, welche Handlungsimplikationen betrachte ich denn als so schlimm, dass ich dagegen vorgehen muss? Nicht in meiner Diss. Also in meiner Diss nicht. Da muss man auch klar unterscheiden. Meine Diss ist kein politisches Werk. Und bei neueren Vorträgen nehme ich genau diese Kritik, die auch mal kam, sehr ernst und sage, passen Sie auf, was ich Ihnen jetzt hier gleich vortrage, ist teilweise ein Ergebnis empirischer Forschung. So, das ist nun mal so. Das andere, was ich Ihnen teilweise vorstellen werde, ist meine politische private Haltung. Und die können Sie maximal beschissen finden. Damit kann ich leben. Das heißt aber nicht, weil Sie meine politische Meinung beschissen finden, dass automatisch die Inhalte meiner Empirie Kacke sind. Und ich habe mir jetzt auch wirklich angewöhnt, in den Vorträgen ganz deutlich zu kennzeichnen, so Leute, und jetzt kommt meine politische Meinung zu dem, was ich wissenschaftlich herausgefunden habe. Und ich glaube, das löst so ein bisschen das von dir gezeichnete Dilemma so ein bisschen auf, weil die Leute klar kriegen, okay, das eine ist eher politisch oder ist seine private politische Meinung und das andere ist Forschungsergebnis. Ja, also dann würde ich halt diese Kritik auch, wie gesagt, ich beziehe mich ja auch nicht auf deine Diss, weil ich sie nicht gelesen habe, so, das wäre ja vermessen von mir, dann dazu irgendwie mich zu äußern, ne? Weil da ist auch, und das finde ich gerade sehr passend, wieder die Verbindung zu unserem Hörer, der uns kritisiert hat. Diesen halt, wo ich auch sagte, dass ich halt den Gebrauch von Begriffen immer sehr stark, ob der problematisch ist oder nicht, oder auch von Phrasen, das immer sehr stark in die Abhängigkeit
stellen würde, auf was für ein, sage ich mal, in was für ein gesellschaftlichen Diskurs er so fällt, wie das denn so konnotiert ist. Also weil die Worte Extremismus und Extremist und auch Verschwörungstheorien halt in einem in dem allgemeinen gesellschaftlichen Kurs so stark konnotiert sind, dass ich es schwierig finde, weil dann ohne sehr große Vorbereitung aus, sage ich mal, dieser Wissenschaftsbubble, wie René das immer so schön nennt, halt hinauszutreten, weil diese Begriffe dann unkontrolliert werden. Und dann ist man halt als gesellschaftliche Autorität, ne, du trägst ja einen Doktortitel, der ja schon, sage ich mal, halt schon eine Bedeutung hat, was so Autoritäten angeht, Wissensautoritäten, dann sieht man sich ganz schnell in der verfahrenen Situation, dass man auf einmal Fakten geschaffen hat, weil man als Autorität irgendwas, irgendwelche Begriffe benutzt hat, die dann nicht nachvollzogen werden können, wie sie genau benutzt wurden und so weiter, aber das ist dann in dem Moment auch gar nicht mehr interessant. Weil dann ist der Begriff entkommen. Hallo? Jetzt hast du ein ich weiß ich gar nicht mehr, wie der Anfang war. Doch, ich weiß. Ich glaube, da ich jetzt los muss, ich glaube, wir sollten beim nächsten Mal, wenn ich bei euch bin, über zweierlei Sachen reden. Nämlich, das merke ich bei Thomas immer wieder, zum einen über Kommunikation unter Gleichen, Snafu-Prinzip. Sprich, meine These ist die, mir ist unterm Strich teilweise schlicht egal. Nein, egal ist falsch. Jeder hat Kommunikation und die Inhalte der Kommunikation selbst zu prüfen, aus meiner Sicht. Ich merke, dass Thomas vor allem stärker so ein gesellschaftliches Kommunikationsmodell hat, was mich jetzt nicht wirklich wundert, nachdem ich so ein bisschen über Thomas erfahren habe und seinen theoretischen Hintergrund. Und das Zweite, was wir nochmal besprechen werden, sind Geister und Parawissenschaften. Und sollte jemand meine Dissertation erwerben wollen, JMB Verlag, Hannover, Bekanntheit von und Zustimmung zu Verschwörungstheorien, insgesamt 350 Seiten umfassendes Ding, von denen die Diss aber nur knapp 200 Seiten umfasst. Insofern gut lesbar und für kleines Geld zu kaufen. Wird verlinkt auf unserer Webseite und Wissensdurst. Sag mal zu Wissensdurst noch schnell was. Genau, Wissensdurst, ein relativ junger, neuer Verein. Unser Ziel ist es, weder die GWUP noch die GFA zu ersetzen. Nein, wir wollen mit allen Kindern zusammen spielen und wir sind der Meinung, dass Wissenschaft geil ist und dass die Menschen das so sehen, nur dass Wissenschaft es oft verpasst, zu den Leuten da draußen zu gehen und dabei wollen wir helfen. Dann enden wir ja richtig mit einem Cliffhanger, Thomas. Ja, absolut. Und ich glaube, wir konnten wir konnten unser Versprechen einlösen, das ich am Anfang formulierte, denn wir haben unsere letzte Folge in dem nebeneinander verlaufen verschiedener Ergebnisse und Unklarheiten angefangen und ich versprach, dass wir dieses Mal mit neuen Unklarheiten und Dissensen auseinandergehen. Und ich glaube, dieses Versprechen konnte erfüllt werden. Und jetzt bin ich in einer prekären Situation, denn ich habe gar kein Zitat. Wie, kein Zitat? Kein Abschlusszitat. Da müssen wir eins vom Gast nehmen. Zitier mal was aus deiner Diss zum Abschluss. Einen klugen Satz. Ein klugen Satz aus meiner Diss. Ja. Warte mal, hier ist. Ich glaube, da gibt es einen schlauen Satz. Einen schlauen Satz. Nein, das ist mehr als manche Diss für sich in Anspruch nehmen kann. Jaworski merkt ironisch an, dass die Zwielichtigkeit des Untersuchungsfeldes zu unliebsamen Rückschlüssen auf die Seriosität des damit befassten Forschers verleiten könne. Diese Gefahr gilt es nach Meinung des Autors, also meiner Meinung, in Kauf zu nehmen, um einen Forschungsbereich voranzutreiben. Ja. Und jetzt noch mal ganz schnell für den Vorspann etwas über die Soziologie auf Polnisch. Sociologa to jest rzecz, która się interesuje pytaniem, jak ludzie razem żyją i jakie są grupy według jednego systemu. Das war Polnisch und wir hoffen, es war was Positives.